Moin aus Hamburg. Ich bin Walter Matthias Kunze und es ist Zeit für den Daily Trend Talk. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr seid gut in diesen neuen Freitag, in diesen Tag reingekommen. Wir haben den 3.7.2020 und heute geht es um das Thema Werte. Und zwar, es geht um die Fragestellung, welche Werte definieren die Gesellschaft und definieren natürlich damit auch die Trends, die entstehen. Denn es ist ganz klar, Trends werden von Menschen gemacht. Und das sind alle Menschen dieser Gesellschaft, auch alle Generationen, von den Senioren bis zu den Kindern und damit auch von den Leuten, die in Arbeit sind, die im politischen Bereich tätig sind oder im Sozialen, bis hin zu den Leuten, die das nicht sein können, wie auch immer. Die Ränder der Gesellschaft bestimmen damit auch die Trends in der Mitte der Gesellschaft. Ich bin sehr, sehr gespannt auf das Gespräch mit Holger Mütze. Er ist geschäftsführender Vorstand vom Jesuscenter e.V., der hier exemplarisch in Hamburg im Hamburger kulturellen Brennpunkt im Schanzenviertel Sozialarbeit betreibt. Und zwar das seit 1993, das Jesuscenter selber gibt es seit 1970, sozusagen mitten in den Hippie-Zeiten entstanden, wie er mir auch erzählt hat. Ich freue mich sehr, bin gespannt und wenn ihr Fragen dazu habt, redet mit. Wenn ihr Fragen allgemein dazu habt zum Thema Trends, Wertetrends der Gesellschaft, der Zielgruppen für euren Bereich, eure Märkte, auch da, wir sind für euch da, sagt Bescheid und wir finden Wege und Lösungen. In diesem Sinne, auf ins Gespräch mit Holger Mütze. So, wie angekündigt, ich freue mich jetzt, Holger Mütze hier im Daily Trend Talk als Gast zu haben. Hallo Holger, schön, dass du dabei bist. Hallo Matthias, freue mich auch. Holger, du bist in Hamburg im Bereich sozialer Arbeit, Streetwork, im breiten Rahmen tätig. Und das schon ziemlich lange. Also, wenn ich nochmal raufgucke, wie war das jetzt? Seit 1993. Aber was genau machst du eigentlich genau? Also, erzähl doch mal kurz. Also ich bin Vorstand des Jesuscenter e.V. und Jesuscenter ist ein Verein im Schanzenviertel. Seit 1970 sind wir hier diakonisch aktiv in der Schanze und haben im Wesentlichen zwei Arbeitsschwerpunkte. Wir haben Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Das sind Wohngemeinschaften für junge Geflüchtete hier im Schulterblatt und in der Juliusstraße und in anderen Wohnungen. In der Nähe 25 Plätze insgesamt. Wir machen eine offene Arbeit für Kinder und Familien hier in der Schanze, sind auf den Spielplätzen unterwegs, machen Nachhilfe, Lerntherapie, Ferienfahrten für Kinder, deren Eltern sich solche Freizeiten oder Urlaub gar nicht leisten könnten. Das ist der eine Arbeitsbereich. Und der zweite Arbeitsbereich ist unser Café, das Café Augenblicke im Schulterblatt 63. Das ist so für Leute mit geringem Einkommen. Es kommen Senioren, es kommen Obdachlose, es kommen Süchtige, es kommen aber auch so einfach Leute aus dem Stadtteil, die die Gemeinschaft und Atmosphäre da schätzen. Und verbunden ist das mit einer Kleiderkammer, Duschmöglichkeiten und Sozialberatung. So, das sind die zwei Hauptschwerpunkte, die wir machen. Der dritte wäre noch Welcome, praktische Hilfen für Familien nach der Geburt. Das bieten wir auch hier im Stadtteil an für Familien, die Kinder im ersten Lebensjahr haben. So als grobe Beschreibung. Wir finanzieren vieles von dem, was wir machen, über Spenden. Jugendwohnungen, da kriegen wir auch Geld von der Behörde. Sind gerade 25 angestellte Mitarbeiter und haben ungefähr 70 Ehrenamtliche, die an den verschiedenen Stellen mitmachen. Also 95 Leute, die da aktiv sind. Ja, genau. Das ist schon mal eine Nummer. Ja. Von außen sieht man das häufig gar nicht so. Wenn man dann vorbeigeht, sieht man gar nicht, was wir so machen. Aber es lohnt sich, da mal auf die Homepage oder Facebook zu gucken, wo man dann auch immer mag, wo man Einblick geben kann in das, was so bei uns in den Häusern stattfindet. Und um wie viele Menschen kümmert ihr euch? Wir haben aktuell 25 Plätze in den Jugendwohnungen, die bei uns dann für 1, 2, 3, 4 Jahre leben und begleitet werden. Okay. Wir haben täglich in Vor-Corona-Zeiten hatten wir täglich zwischen 50 und 100 Gästen im Café. Okay. Und unsere offene Kinderarbeit, das sind so Kids-Familien, zu denen wir Kontakt haben. Das ist so ein Pool von 70, 80 Kindern, die regelmäßig an irgendeiner Stelle
unsere Angebote nutzen oder Eltern, die zum Elterncafé kommen. Genau. Also 70 bis 80 Kinder, 50 bis 500 Gäste im Café und 25 Jugendwohnungen. Ja, genau. Bewohner sozusagen. Okay. Wir haben es ja im Vorgespräch auch so ein bisschen darüber gehalten, um die Fragestellung, Trends entstehen natürlich in der Wirtschaft, aber sie entstehen auch in der Gesellschaft. Und es ist ganz klar, es wird sehr, sehr oft auf die Gesellschaft fokussiert, ja, bei der Fragestellung, bei den Trendsettern, bei denjenigen, die konsumstark sind, die im Arbeitsmarkt sind oder in der Ausbildung. Das heißt, all die Leute, die sozusagen sichtbar an der Front sind. Eine Oberfläche. Mhm. Ich denke aber, es ist ganz klar deutlich, das wird ja deutlich auch, was du erzählt hattest, so durch die Corona-Krise verschiebt sich natürlich einiges in der gesamten Gesellschaft. Wie weit wirkt sich das für euch aus, also auch für eure Klienten, für die Leute, um die ihr euch kümmert? Also ob es nun die Jugendlichen sind, die Familien oder die Obdachlosen? Ja, wir mussten ja relativ schnell dann im März eine praktische Umsetzung finden, also in dem Lockdown, wie gehen wir damit um? Unsere Arbeit lebt ganz stark davon, dass wir in den persönlichen Kontakt gehen, dass wir Beziehungen zu unseren Gästen, zu den Bewohnern haben, dass wir Beziehungen entwickeln zu den Kindern und Familien, dass wir durch das, wie wir ihnen begegnen, Wertschätzung ausdrücken können, dass wir ihnen Mut machen, dass wir sie an die Hand nehmen, aber vor allen Dingen, dass wir Wertschätzung, Ansehen ausdrücken können, weil das eine gute Basis ist, auch neue Schritte im Leben zu gehen. Und auf einmal war ganz viel davon weg. In den WGs wurde die Arbeit fast noch intensiver, weil da auch dann die Schule weggefallen ist und Ausbildung zum Teil weggefallen ist und die Jugendlichen viel mehr Zeit hatten, mit der sie aber erstmal gar nichts anfangen konnten. Das heißt, wir haben Lösungen gefunden, wie wir da auch wirklich im persönlichen Kontakt, aber dann auch ganz viel digital mit denen machen konnten. Mit unseren Gästen im Café, den Obdachlosen und Senioren, da war das natürlich viel schwieriger. Da haben wir zugesehen, dass wir da, wo wir Kontaktdaten hatten, insbesondere bei den Senioren, die das auch regelmäßig angerufen haben. Und es war schon berührend zu erleben, wie wenn jemand dann am Telefon einfach ja vollkommen berührt war darüber, dass wir uns die Mühe machen, anzurufen, dass wir uns Zeit nehmen, eine halbe Stunde und eine Stunde zu telefonieren mit demjenigen. Das hat den Personen sehr gut getan. Das war für sie etwas ganz Wertvolles. Und dass auf diese Art und Weise, auch wenn man sich nicht sehen und treffen konnte, unsere Wertschätzung ausdrücken konnte. Und mit den Kids hier im Stadtteil war das fast gar kein Problem. Die rennen ja sowieso alle mit Handys rum, egal welches Alter. Und da lief dann ganz viel. Dann wurde online gespielt, dann wurde gechattet. Da lief dann ganz viel Kontakt. Und das war fast am einfachsten, mit den Kids und mit den jungen Leuten das umzusetzen. Das heißt, das finde ich ziemlich krass. Also das heißt, erstmal, ich glaube, die meisten Leute denken ja erstmal, wenn die sagen, Jesus-Center, dann denken die, okay, das ist jetzt irgendwie so eine christliche Vereinigung. Seid ihr wahrscheinlich auch. Ich meine, du sagst ja, du hast ja den Mönch da auf dem Tisch stehen. Weil ich auch gerne Pilger war. Eigentlich ist es ein Pilger, den ich hier auf meinem Tisch habe. Ich bin gerne zu Fuß unterwegs und das ist dann. Okay. Ja. Der steht jetzt in diesem Fall neben der Kamera. Genau. Ich sehe aber von Basistrend her, dass wir einen allgemeinen Trend haben, mehr zu einer Werteausrichtung durch die gesamte Gesellschaft und auch sehr, sehr stark bei der jungen Generation. Das heißt nicht unbedingt, dass sie jetzt alle religiös werden, aber sie entwickeln doch einen stärkeren Sinn für Werte, auch für spirituelle Werte, damit auch gewissermaßen für eine stärkere Ethik. Und in der gesamten Gesellschaft, glaube ich, ist der Ruf nach einer gewissen höheren, stärkeren Ethik ist auch doch ziemlich stark geworden, auch ziemlich deutlicher innerhalb der letzten Jahre. Und das sieht man natürlich dann nochmal, es wird dann bestärkt, natürlich durch solche Skandale wie bei Turniers jetzt oder bei der Wirecard Bank.
wo Leute quasi verantwortungslos oder sich dann vor Verantwortung drücken. Das heißt, ihr habt, wenn ich es so höre, eigentlich einen zentralen Dreh- und Angelpunkt in der Sozialstruktur in dem Stadtteil. Mhm. Ja, also das ist so. Also wir sind wirklich Anlaufpunkt für soziale Probleme im Stadtteil. Also wenn die Polizei Leute hat, wo sie sagt, also hier, da, der hat seinen Verschlag aufgebaut, hier oder dort, und stört da die Nachbarn, bevor wir den da jetzt mit polizeilichen Maßnahmen irgendwie vertreiben, dann guckt ihr doch mal, ob ihr den kennt und ob ihr den Hilfe anbieten könnt. Es finden auch Sanierungsbeirat und andere Sachen, wo es um das Wohl der Stadtteils geht, finden bei uns im Jesus Center statt. Das heißt wir verstehen uns als auch ein Ort, wo wir sagen, wir wollen im Stadtteil präsent sein, wir wollen dem Stadtteil und den Menschen im Stadtteil, wir wollen dafür da sein, dass hier kommuniziert wird, dass Menschen miteinander ins Gespräch kommen, dass wir gemeinsam Probleme lösen können und möglichst Konflikte dann auch aufgelöst werden können. Das ist so unser Grundverständnis. Und das mit einer Grundhaltung, dass wir sagen, jeder von uns Menschen hier im Stadtteil ist wertvoll und hat das Recht, zu Wort zu kommen und sollte die Möglichkeiten haben, mit seinem Leben voranzukommen. Und das gilt eben auch für die auf der Straße leben und auch für die, die sonst keine Stimme haben, die sie erheben könnten. Ja, Holger, wenn wir sagen, die Leute haben mehr Bedürfnis nach Werten, nach Ethik und so weiter, könnte man dann sagen, seid ihr so eine Art, vielleicht wart ihr das immer schon, aber jetzt der Gedanke kam eben, seid ihr so eine Art Werteinstitution geworden jetzt, die quasi eine Lücke füllt, die, wie ist das? Ja, ob ich das so allgemein sagen mag, das weiß ich nicht. Es ist halt einfach unser Grundverständnis und wir erleben, dass wir wirklich, aber auch schon in den letzten Jahren, aber jetzt auch in den letzten Monaten, da vermehrt nachgefragt werden. Dass also sich Leute auch bei uns melden und sagen, Mensch, was ihr macht, finden wir gut. Wir wollen, wie können wir euch unterstützen? Wie können wir praktisch mithelfen? Und dass Leute unsere Kontinuität, mit der wir hier sind, also seit 1970 jetzt hier im Schanzenviertel, also unsere Kontinuität und Zuverlässigkeit, wir sind da, dass wir das schätzen, dass wir uns nicht von irgendwelchen Trends abhängig machen, was jetzt gerade dran ist, so ungefähr, sondern wir sagen, wir wollen gucken, wo sind die Probleme für Menschen und auch für Einzelne und können die lösen und können da mithelfen, sie zu lösen. Und das Ganze für uns wirklich mit unserer klaren Werteorientierung und in der Grundlage, das, was wir, ne, unser christlicher Glaube ist unsere Orientierung und da ist ein ganz großer Wert, ist Nächstenliebe, und das gilt letztendlich für jeden. Und da gibt es wirklich Punkte, wo wir sagen, die sind hier ausbaufähig in unserer Gesellschaft. Nicht auf sich zu gucken, sondern wirklich auf die anderen zu achten. Okay. Was mir eben auffällt, ist, also du sagst, nehmt euch bis zu einer Stunde Zeit mit jemandem Seniorenalter zu sprechen. Banale Frage, macht das denn sonst keiner? Ich meine, ich darf das eigentlich nicht fragen, weil ich bin Macht, Rettung, Gesellschafts- und Zukunftsforschung, das heißt, ich weiß es. Aber trotzdem, ich glaube, viele Leute fragen sich, dass sie sagen, okay, haben die alten Leute nicht eine Anlaufstelle von wegen der Tagesstätte, Seniorenheim oder Seniorenwohnheim? Warum braucht es denn jetzt noch extra jemanden, der sich um die kümmert? Das, was du aufgezählt hast, gibt es. Aber es gibt eben Leute, wir haben Leute bei uns im Café Augenblick, die zu unseren Stammgästen gehören. Die haben außer dem Café Augenblick, uns als Mitarbeiter und den anderen Gästen, haben die keine sozialen Kontakte. Das heißt, wir haben Situationen gehabt, dass jemand von unseren Gästen da eine schwere Krebserkrankung bekommen und hatte außer uns niemanden, um darüber zu reden, wie damit umgehen. Das heißt, wir haben dann auch organisiert, dass diese Person
begleitet wurde, auch zum Arzt, zu Untersuchungen, um dann nicht alleine zu sein und vielleicht gar nicht zu verstehen, was jetzt ist, alleine Entscheidungen zu treffen. Also wo wir dann auch Krankentransporte organisiert haben oder wenn jemand im Krankenhaus war für eine Zeit lang, dass jemand von uns sich um die Katze gekümmert hat. So solche ganz praktischen, banalen Geschichten. Es gibt Leute, die haben trotz aller Angebote keine sozialen Kontakte. Und es gibt Leute bei uns im Café, die wirklich dann wirklich nur die Gemeinschaft im Café, und das ist dann manchmal die Tischgemeinschaft, die sich einmal in der Woche oder täglich zum Mittagessen bei uns trifft, wo man mit denen 3, 4, 5 zusammensitzt. Und das ist ganz starkes Gefühl von Zugehörigkeit, von Zusammensein. Wir haben Situationen, wo dann auch jemand gestorben ist. Und wenn das so ein normales Sozialbegräbnis geworden wäre, wäre ein Mitarbeiter der Friedhofsverwaltung wäre mit einer Urne zu einem Loch gegangen und hätte diese Urne runtergelassen, hätte vielleicht noch 5 Sekunden andächtig da gestanden und dann wäre das gewesen. Und wir, wenn wir das mitbekommen, und das kriegen wir in der Regel dann mit bei unseren Gästen, wir organisieren es, dass dann 20 oder 30 Kaffeegäste und auch Mitarbeiter dann mit auf dem Friedhof sind, mit der Verwaltung das absprechen und wir da eine Trauerfeier machen. Und wenn so ein alter Hippie dann gestorben ist, dann werden da auch die entsprechenden Lieder gesungen. Also aus der Jesus, People, Flower, Power, Woodstock-Zeit oder so. Und das ist einfach eine tolle Atmosphäre und signalisiert dann eben auch, auch wenn jemand gestorben ist, dann ist er nicht vergessen, sondern gehört zu der Gemeinschaft und wir kümmern uns einfach darum. Also dieses sich kümmern und sagen, du bist uns wichtig, du Einzelner bist uns wichtig, das ist ein ganz entscheidender Wert für uns. Und bei den Kids ist es auch so, durch Corona können wir weniger Gruppenangebote machen. Aber eigentlich ist es auch für die Kinder total wertvoll, wenn Mitarbeiter jetzt Einzeltermine machen und dann eben eine Stunde oder anderthalb mit einem Kind etwas unternehmen, hier im Viertel unterwegs sind, Eis essen gehen. Wann erleben Kinder es heutzutage, dass ein Erwachsener sich mal in der Woche oder alle 2 Wochen nur mal eine Stunde oder anderthalb nur Zeit nimmt für dieses eine Kind? Sie sind in der Regel, sind sie in Schule, sind sie in Gruppe und auch in der Familie ist ja oft nicht so diese Qualitätszeit da, sich mal eine Stunde oder anderthalb nur mit dem einen Kind zu beschäftigen. Also so erleben wir es mindestens mit den Familien, mit denen wir hier im Viertel zu tun haben, die häufig auch noch eine Menge soziale Probleme mitbringen. Aber ich glaube, das ist auch in etablierten Familien ein großes Problem, dass man wirklich so diese Qualität... Aber da wird es ja nicht so angesprochen, meinst du? Da wird es ja wahrscheinlich nicht so angesprochen. Das mag sein. Und ich glaube, das hat dann auch Folgen. Also soziale Folgen. Wenn ich das nicht erlebe, dass mir gegenüber Wertschätzung und Anerkennung ausgedrückt wird, auch dadurch, dass jemand sich Zeit nimmt für mich, dann ist das etwas, was mir in meinem Leben letztendlich fehlt und für meine Entwicklung fehlt. Das lasse ich erstmal sagen. Was mir eben nochmal einfiel dazu, ist, du sagtest, ich habe nochmal den Unterschied zwischen den Senioren und den Jugendlichen. Du sagtest, die Jugendlichen, die Kinder haben aber trotzdem auch eher noch ihre Smartphones, das heißt, die tauschen sich dann untereinander auch das Smartphone aus. Und wenn ich es richtig verstehe, auch so, was ich weiß, hast du traditionsgemäß aus der Sozialisierung her natürlich eine wesentlich geringere Smartphone-Abdeckung, damit auch Internetverbindung, soziale Medieneinbindung bei den Senioren. Ist das richtig bei euch? Ja, das ist im Vergleich zu den Kids ist das richtig, aber es wird schon auch mehr. Also wir bringen das mit, dass das auch mehr wird. Und es gibt ja auch Initiativen, auch wir haben mal so einen Kurs gemacht, wo wir Kaffeegäste eingeladen haben und haben gesagt, komm, bringt mal eure Smartphones und Handys mit. Und wir gucken mal, was man da mit alles machen kann, außer telefonieren. Und das war auch, ist auf großes Interesse gestoßen. Also dass wir auch versuchen, das letztendlich zu fördern. Also mich hat das gestern, ich habe so das Gefühl trotzdem, dass es teilweise bei den Institutionen dann auch so, dass
gesagt, weil das Internet ist für die Senioren nicht so wichtig. Also mich hat das sehr überrascht. Vorgestern, glaube ich, irgendwie habe ich das erfahren. Meine Mutter ist ja Anfang ist in den 80ern und ist in Bremen in einem Seniorenstift. Und wir haben jetzt irgendwie für die nächsten 3 Wochen kein Internet, weil das irgendwie so lange dauert, angeblich da diese Geräte zu reparieren. Ich habe gedacht, das gibt's doch wohl nicht. Bloß weil es alte Leute sind? Das geht gar nicht. Ja, ich meine, sie hat jetzt auch da angefangen, da Proteste in die Wege geleitet. Ne? Aber weil bloß weil jetzt sie die einige der wenigen ist, die da wirklich aktiv werden kann, weil sie viele andere sagen dann eben, ach ja, kann man ja nichts machen. Das Internet kommt schon wieder. Da hängen ja auch Familienkontakte. Genau. Und ich denke, das erleben wir ja auch. Also es gibt ja die schönen Fernsehbilder, wo dann jetzt über das Internet dann doch die Enkel, die Oma besuchen. Ganz genau. Sozusagen. Und das ist total wertvoll und gut. Und das ist echt nicht zu unterschätzen. Und ich glaube, nun werden wir ja, ne, du und ich, wir werden ja auch älter. Und irgendwann sind wir in diesem Alter. Und dann ist es einfach total selbstverständlich, dass wir mit unseren Smartphones oder immer rumrennen und mit unseren Kindern und Enkeln dann entsprechend kommunizieren. Und ich glaube, das wächst jetzt auch ein Stück weit nach. Also das entsteht jetzt schon. Auch durch die Corona-Zeit natürlich befördert und beschleunigt. Natürlich, ich meine, wenn wir beide irgendwann im Super-Seniorenalter sind, werden wir auch irgendwie auch sagen, okay, wo ist hier das WLAN Wenn das dann überhaupt noch Thema ist, ne? Genau. Wahrscheinlich nicht mehr. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das dann 5G oder 7G gibt oder ob wir dann möglicherweise gesündere Schwingungen haben. Ja, wer weiß. Aber das Spannende ist ja, wenn wir uns hier das Corona-Thema nochmal angucken, wir haben ja so ein bisschen als Rahmenstruktur für den Daily Trend Talk bis gestern, heute Morgen. Das heißt also, okay, was habt ihr gestern gemacht vor Corona-Krise? Was hat sich heute verändert? Und wie ist deine Abschätzung auf morgen? Und wenn ich es richtig verstanden habe, du sagtest ja, durch die Digitalisierung war für euch, sagtest du im Vorgespräch, war für euch eher so, ja, okay, machen wir. Und jetzt sagt ihr eher so, vollkommen normal. Ja, also das war für uns auch zum Beispiel so, wir mussten ja auch das Team für die Betreuung der WGs, das müssen wir sicher aufrechterhalten können. Wenn wir da in eine Quarantäne-Situation gekommen wären, hätten wir ein echtes Problem gehabt. Also haben wir zum Beispiel beim Teams, haben wir aus dem Team 2 gemacht und die einen waren mal 2 Wochen im Homeoffice und die anderen waren präsent und dann haben wir durchgetauscht. Ja. Und dadurch sind wir drauf gekommen, dass es für Berichte schreiben und andere Sachen und auch fürs Kommunizieren mit den Jugendlichen eigentlich gar kein Problem ist, zu Hause zu sein. Dafür muss man nicht unbedingt im Büro sein. Das ist selbstverständlicher geworden mittlerweile, dass immer einzelne von uns im Homeoffice sind und sich teilweise dann auch die Wegzeiten einfach sparen. Also wenn wir Mitarbeiter haben, der eine Stunde entfernt wohnt, der kann sich 2 Stunden Weg sparen am Tag und dafür mehr Freizeit, mehr Familienzeit haben, wenn er genauso gut bestimmte Aufgaben zu Hause erledigen kann. Und das ist etwas, was uns deutlich bewusster geworden ist, was wir gesagt haben, ja, das werden wir auch so weiterführen. Das war eine gute Erfahrung und das führen wir letztendlich auch so weiter. Das heißt, gibt euch das auch Möglichkeiten, jetzt die Arbeit im Stadtteil, die Straßenarbeit, die soziale Arbeit zu verbessern? Ich glaube, was gut gelaufen ist, ist zum Beispiel die Vernetzung unter den Einrichtungen. Da auf bestimmten Plattformen etwas zu machen. Es war ein Projekt, das wir ja auch gelaufen ist, das es Spenden gegeben hat, um Obdachlose in dieser Corona-Zeit, die ja auf der Straße besonders gefährdet sind, dann in Hotels unterzubringen, die ja gerade leer standen. Also hat 2 Spenden gegeben und Alimaus und Diakonie und Hinz und Kunst konnten das quasi so umsetzen, 170 Obdachlose in Hotels unterbringen. Das ging relativ schnell, ganz viel und fast ausschließlich digital. Es gab einen Spendenaufruf für eine Sammlung von Hygieneartikeln, um diese 170 Leute mit so einer Grundausstattung auszustatten. Da war dann unser zu der Zeit geschlossenes Café, war das Logistikzentrum. Und alles lief digital. Und es ging alles total schnell und total gut.
Und ich glaube, die Nutzung dessen, dass wir miteinander auch als verschiedene Einrichtungen, die hier in der Stadt aktiv sind, miteinander kurze, schnelle Absprachen treffen und nicht auf die nächste große Sitzung warten, wo wir miteinander klären, ob wir dieses oder jenes machen wollen. Die findet alle 4 Wochen statt. Also die Zeiten sind vorbei. Also dass man dann warten muss, bis man alle zusammen hatte und dann hat man was gemeinsam beschlossen. Man macht einfach. Und das war auch ein Schritt voran in dieser Corona-Zeit. Wie würdest du sagen, das klingt sehr, sehr klasse. Also ich höre Ähnliches auch aus anderen Bereichen, dass die Leute einfach pragmatischer und gegebenenfalls kurzfristiger in kleineren Schritten handeln. Ja. Was würdest du sagen, wie sieht es jetzt in den nächsten 1, 2, 3, 5 Jahren aus? Also das heißt, die Corona-Krise ist irgendwann vorbei, aber die Veränderungen nicht. Also ich glaube, dass wir das, was ich jetzt auch schon so beschrieben habe, vieles davon werden wir einfach etablieren, weil es sich jetzt bewährt hat. Also aus der Not heraus mussten Lösungen gefunden werden und wir sehen, dass diese Lösungen auch weiter funktionieren, wenn diese unmittelbare Not nicht mehr da ist, weil sie einfach unsere Arbeit erleichtern und die Zusammenarbeit verbessern und damit letztendlich den Menschen, für die wir uns verantwortlich fühlen, die auf der Straße leben, die hier im Stadtteil ihre Probleme haben, die einsam sind, dass wir denen damit besser gerecht werden können. Also davon gehe ich aus. Und es gibt dieses Projekt, das ich gerade erzählt habe mit den Hotels. Das ist auch so ein Projekt. Es ist jahrelang gefordert worden. Bringt doch Obdachlose unter, holt sie von der Straße, weil sie dann eine andere Chance haben, ihre Probleme zu lösen. Das hat nicht funktioniert. Jetzt gab es diese 170 Leute in den Hotels und die Erfahrung war, die hatten einen sicheren Ort, wo sie sein konnten und waren dadurch ansprechbar für ihre sozialen Berater und konnten wirklich Schritte vorangehen. Das ist so wie ach, wenn ich mitten auf dem Meer bin und ums über darum kämpfe, nicht zu ertrinken und eigentlich immer nur irgendwie am Paddeln bin mit den Händen, dann kann ich mir keine Gedanken über eine Weltreise machen. Aber wenn ich in einem sicheren Boot bin, dann kann ich den nächsten Hafen ansteuern und kann dann wieder den nächsten Schritt machen. Ich muss nicht ums Überleben kämpfen. Und so geht das in Obdachlosen aus. Es ist ein täglicher Überlebenskampf, den sie auf der Straße haben. Aber wenn sie so eine grundlegende Sicherheit haben, ich habe eine Wohnung, ich habe ein Zimmer, in dem ich leben kann, das ist meins, dann kann ich mir über nächste Lebensschritte auch Gedanken machen. Kann ich mir Gedanken machen über Therapie? Kann ich mir Gedanken machen über Schuldenklärung? Kann ich mir Gedanken machen, wie komme ich dahin, dass ich vielleicht auch mal wieder ins Arbeitsleben reinkomme? Aber das kann ich nicht, wenn ich täglich um mein Geld und um mein Überleben auf der Straße kämpfen muss. Also insofern diese Initiative, zuerst die Leute unterzubringen und dann die nächsten Probleme zu lösen, das hat sich gezeigt in dieser Corona-Zeit durch die Hotelunterbringung, dass das Sinn macht. Gibt es da die Möglichkeit, dass man das jetzt mit der Digitalisierung sozusagen dank der Digitalisierung ausbaut, dass man irgendwie vielleicht Leute, die Bedürftigen über ihre Handys, falls sie das haben, ich denke, die meisten werden doch irgendwie ein Telefon oder ein Smartphone haben, dass man die erreicht oder dass man sagt, okay, 110 sagtest du, richtig? Es waren 170, die in den Hotels untergebracht werden konnten. Ja. Gerade jetzt zum 30.06. hat das Programm geendet und alle sind jetzt wieder auf der Straße, die es in dieser Zeit noch nicht geschafft haben, wirklich ganz auszusteigen. Schade. Ja, das ist die Frage. Das heißt, gibt es da nicht eine Möglichkeit jetzt zu sagen, okay, wir haben Erfahrung, das funktioniert. Wir können jetzt vielleicht eine Art Social Hotel Plattform aufbauen oder irgend sowas in der Richtung. Die Hotels können das ja auch als Spende. Ich meine, es ist natürlich jetzt krass. Also muss man dazu auch gerechterweise sagen, wenn die Hotelleute, die Leute aus dem Hotelbereich, die ich kenne, die sagen jetzt, ey, wir haben echt gerade ziemliche
Schmerzen, weil unsere Kunden wegbleiben und weil wir weniger Leute bewirten können und so weiter und so weiter. Das heißt, die Obdachlosen, die dann untergebracht werden, das würde dann vom Staat bezahlt? Nee, das waren den das, Ämtern. Wie ist das? Ja. Also jetzt waren es Spenden. Das waren ja, okay. Spenden einer Firma. Aber wenn wir in die Zukunft, wenn wir in die Zukunft denken und wir sagen, okay, macht ja Sinn, man richtet sowas ein. Dann glaube ich, dass es Sinn machen würde, wenn Behörde, wenn Staat das bezahlt, weil ich glaube, langfristig ist das günstiger. Finnland probiert es. Also Finnland hat zum Beispiel so ein Konzept. Also jeder Obdachlose bekommt eine Wohnung, bekommt eine Unterkunft. Und die haben sich das ausgerechnet, dass das für sie weniger kostet, als wenn die Leute dauerhaft auf der Straße sind, irgendwo auch Sozialleistungen dann beziehen, kranker werden, als wenn sie im Zimmer sind. Das heißt also auch Krankheitskosten entstehen. Also insgesamt ist es durchgerechnet worden, ob man sagt, wenn solch eine Unterbringung, eine gesicherte Unterbringung irgendwie sein kann, dass jemand sagt, ich habe mein Zimmer, ich habe meinen Ort, dann ist es langfristig günstiger. Also das wäre auf jeden Fall anzustreben. Und es gibt eine Menge Initiativen unter dem Stichwort Housing First. Das ist so ein Stichwort, wo das also propagiert wird, wo es versucht wird. Aber leider sind die Hamburger Behörden und die grundsätzlich Deutschland als Staat noch nicht so weit begriffen zu haben, dass das wirklich ein guter Schritt zur Lösung vieler Probleme wäre. Ich meine, vielleicht könnte man ja, es gibt ja glücklicherweise jetzt weniger Hürden für Zoom-Calls oder für allgemein Videocalls. Vielleicht könnte man ja eigentlich mal die finnischen zuständigen Behörden einladen für so eine Online-Konferenz. Zum Beispiel, also Finnland ist ein Weg, wo man hingucken kann, man kann das auch noch erforschen, aber es gibt ja schon Initiativen, Housing First, die letztendlich das propagieren und versuchen. Aber ich glaube, wenn jetzt du und andere sagen, ja, dieses Thema nehme ich mich an und da begebe ich mich rein und gucke, wie ich mit meinen Erfahrungen und Möglichkeiten solche Initiativen unterstütze, ich glaube, das wäre schon noch ein Anschub, der helfen könnte. Also liebe Leute, ihr habt es gehört, wenn ihr mitmachen wollt, wenn ihr Fragen habt, aber genauso, wenn ihr sagt, okay, ich finde das unheimlich unterstützenswert, sag Bescheid. Kontaktdaten von Holger, also über die Website von Jesus Center und so, sind in der Beschreibung. Und ansonsten, Holger, bist du auf LinkedIn auch oder Xing? Xing bin ich, ja. Alles klar. Dann packen wir den Xing-Link auch nochmal unten drunter mit rein. Okay. Wir sind so knapp an der Zeit jetzt. Aber nochmal so ganz, ganz grob, wenn du sagen würdest, ein Fazit. Also da ist Corona-Krise jetzt theoretisch überstanden, noch nicht. Aber wenn wir erstmal in die nächsten Jahre denken, wie sieht es in 5 Jahren aus? Was macht ihr in 5 Jahren? Wie hat sich eure Arbeit geändert? Ich glaube, wir werden so eine Mischung haben. Wir werden so dieses persönlich wirklich direkt in Kontakt sein. Das ist etwas, was wir pflegen werden und wirklich, das ist unsere gute Erfahrung aus den letzten Jahrzehnten, dass das unendlich wertvoll ist. Und wir werden aber diese Digitalerfahrungen noch zusätzlich mit reinnehmen. Das heißt, dass wir diese beiden Ebenen haben werden und beides wirklich mit seinen Möglichkeiten nutzen werden. Darum geht es uns. Und ich glaube, dass hier im Schanzenviertel da ist noch einiges zu tun und ein Projekt, das wir für nächstes Jahr vorhaben, den Flora-Bunker, werden wir auch mit unserer Kinderarbeit und Jugendarbeit reingehen. Der wird jetzt umgebaut und da können wir alles Laute, was hier unser Haus überfordert, können wir demnächst im Flora-Bunker machen. Und ich glaube, es wird für die sozialen Initiativen so wie für uns einfach so sein, dass wir an verschiedenen Stellen im Viertel präsent sein wollen, um Menschen Kontakt, Begegnungsmöglichkeiten zu schaffen, dass wirklich dieser persönliche Kontakt, der Ausdruck von Wertschätzung und Ansehen des Einzelnen, dass wirklich nicht nur über Bildschirme läuft, sondern dass wir auch solche Räume schaffen. Und ich glaube, für die Kids ist es total wichtig, dass die nicht auf der anderen Seite vom Pferd fallen,
und sich nur noch digital treffen, sondern dass wirklich da so Erfahrungsmöglichkeiten guter Begegnungen ja, da sind, die sie nutzen können, wo sie Lust haben, hinzugehen. Cool. Olga, es war mir eine große Freude, das war sehr, sehr interessant. Also ich glaube, wir müssen auf jeden Fall eine Fortsetzung machen, spätestens in einem Jahr, um zu schauen, wie die Dinge sich entwickelt haben. Sehr gespannt. Und wie gesagt, liebe Leute, wenn ihr Fragen habt, schreibt direkt an Holger, schreibt an uns und sagt Bescheid, wenn ihr irgendwie helfen möchtet oder euch engagieren möchtet. Wir werden das auf jeden Fall weiter verfolgen, denn ganz klar ist, Trends werden in allen Bereichen der Gesellschaft gemacht und die Zukunft entsteht immer mit dir, mit mir, mit jedem Einzelnen hier und heute. Olga, ganz herzlichen Dank. Eine Frage noch, letzte Frage. Ja. Buchtipp. Traditionell haben wir hier einen Buchtipp noch. Was wäre deine Buchempfehlung? Also ein Buch, das mich sehr bewegt hat, ist Herr Sturm und die Farbe des Windes. Sturm und die Farbe des Windes. Ja, Herr Sturm und die Farbe des Windes. Jens Böttcher ist der Autor. Er ist Musiker. Er macht bei Extra 3 macht ja einige Texte und so. Also es ist ein tolles Buch, das auch so Fragen, spirituelle Fragen, ganz offen aufgreift. Okay. Und es ist ein Buch, wo man sich wirklich hinein vertiefen kann und den Protagonisten, der es schreibt, gut begleiten kann durch viele Gedanken, die er sich über das Leben macht. Und, cool. Hat mir sehr gut getan, ein sehr weites, sehr offenes Buch, das einen wirklich mitnehmen kann in solche Gedankenwelten. Vielen Dank. Ich meine, ja. Ich habe gerade so ein bisschen den Impuls, ich meine, so wie du das beschrieben hast und so weiter, du könntest eigentlich auch mal ein eigenes Buch schreiben. Aber wer weiß, vielleicht ist das ja schon eine Mache. Schauen wir mal. Genau. Holger, ganz herzlichen Dank und dann bis spätestens in einem Jahr. Matthias, vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht. Tschüss. Ja, tschüss. Okay, das war der Daily Trend Talk mit Holger Mütze. Was sind eure Gedanken dazu? Wie seht ihr das Thema? Wie seht ihr die Position dieser ehrenamtlichen, sozial agierenden Vereine, ob das nun christlich ist, Jesus Center oder allgemein gesellschaftlich sozial engagiert, ob aus der und der und der Richtung. Sind das wichtige Werteinstitutionen? Ja, das sind sie. Wie seht ihr da die Gewichtung zwischen dem, was möglicherweise auch unser Staat übernehmen kann oder was die Staaten, die Behörden allgemein übernehmen? Wo geht's hin? Welche Trends entstehen da? Denn ganz klar, Trends entstehen nicht nur ganz banal in den Kernschichten der Gesellschaft, sondern ganz klar auch an den Rändern der Gesellschaft. Und alles zusammen, diese Verbindung von beiden Bereichen, sorgt dann für die Zeit, in der wir uns heute befinden, damit auch für die Entwicklungen. Das ist sehr, sehr wichtig. Wichtig für eine gute, gesunde Zukunft natürlich auch, aber auch für die Gegenwart. Ich bin sehr, sehr gespannt auf euer Feedback, eure Gedanken dazu. Redet mit. Was denkt ihr dazu? Wie sollte sich das Gesamte weiterentwickeln? Was würdet ihr tun? Und wenn ihr Fragen habt an Holger Mütze, wenn ihr Fragen habt auch zu den Trendthemen, sagt Bescheid, schreibt Holger, schreibt uns. Und in diesem Sinne, ich freue mich auf den Austausch und wir sehen uns wieder beim nächsten Daily Trend Talk.